Für die Roma-Kinder der Volksschule Erdberg ist heute ein besonderer Tag. Die Wiener Festwochen sind gekommen, um mit ihnen eines der Klassenzimmer in eine Kamera Obscura zu verwandeln. Wir müssten das Zimmer dunkel machen mit Folien und damit es da drinnen dunkel wird. Da war ein kleines Loch da vorne und wir haben gespielt und die Kinder, die da waren, haben uns gesehen durch das kleine Loch. Es hat Spaß gemacht. Ja. Was hat Spaß gemacht? Dass wir am Boden von den Schatten abgezeichnet haben. Wir haben gelernt, wie ist deine Kamera? Das Resultat sind außergewöhnliche Fotos. Geleitet wird der Workshop von einer polnischen Künstlerin. Roma-Kinder sind nicht reich, sie können sich keine Digitalkamera leisten. So können wir ihnen zeigen, dass sie gute Ergebnisse erzielen können, wenn sie hart arbeiten, sogar mit einer Kartonbox. They can achieve good results, even with a cardboard box, you know. Nicht alle Roma-Kinder der Volksschule dürfen bei dem Workshop mitmachen. Schon ein normaler Schultag ist keine Selbstverständlichkeit. In Europa absolvieren weniger als die Hälfte der Roma-Kinder die Grundschule. Ein Kunstprojekt macht die Eltern unsicher, erklärt die Roma-Schulassistentin. Sie haben heute auch mehrere nicht mitgemacht, nicht dürften, weil sie Angst haben, dass ihnen was nicht passiert, damit sie auch jemand nicht belästigt, besonders die Mädchen, weil die auch so selber aufgewachsen sind, auch keine schulische Erfahrungen gehabt haben. Die Fotos und andere Kunstprojekte sind im und vor dem Parlament zu sehen. Die Installation Save European Home macht auf wachsende soziale Unsicherheiten in Europa aufmerksam und zeigt die prekäre Wohnsituation des sogenannten fahrenden Volkes. Es gibt zum Beispiel in Serbien an die 600 illegalen Roma-Siedlungen, das heißt informelle Siedlungen, die teilweise ohne Baugenehmigung erbaut wurden, keine Infrastruktur haben zu öffentlichen Einrichtungen, aber auch keine Kanalisation und Wasserzuleitungen zu den Orten haben. Solche Siedlungen gibt es ebenso in Ungarn oder auch in der Slowakei. Also man findet das in ganz Südost- oder auch zentralen Mitteleuropa. Solche Siedlungen sind oft der Aggression der Bevölkerung ausgesetzt. In Ungarn marschieren Rechtsradikale als selbsternannte Ordnungshüter auf und versetzen die Roma in Angst und Schrecken. In Slowenien ziehen die Dorfbewohner von Ambrus mit Motorsägen in die Siedlung ein und legen sie in Schutt und Asche. In slowakischen Gemeinden sollen Roma hinter 2 Meter hohen Mauern eingezäunt werden. Die Roma-Künstlerfamilie Laba aus England thematisiert diese Siedlungsproblematik. Dieses Gebäude repräsentiert eine Wellblechhütte, die überall sein könnte. Viele Leute glauben, dass es solche Hütten nur außerhalb von Europa gibt. Das stimmt nicht, denn auch hier sind viele Menschen gezwungen, so zu leben. Um die Situation zu verbessern, drängt die EU-Kommission zur Integration der größten europäischen Minderheit. Jedes Land soll eine Roma-Strategie vorbereiten. Die 25.000 österreichischen Roma seien schon relativ gut integriert, meint die Nationalratspräsidentin. Ich glaube, dass da viel in den letzten Jahren passiert ist und vorangeschritten ist. Aber trotzdem, wir haben natürlich Roma, die nicht sesshaft sind, die wandern, die immer wieder Schwierigkeiten haben, wenn sie auch durch Österreich wandern. Und es herrscht halt oft so ein großes Unverständnis. Und die Stigmata der Vergangenheit sind halt noch vorhanden. Um diese Stigmata zu bekämpfen, laden die Wiener Festwochen bis zum 8. Juni zu diversen Veranstaltungen mit und um die Roma ein.